Jetzt gibt's aufs Maul. Es sind sogar drei von denen. Wo ist der dritte? Hinterm Haus. Den dritten machen wir auch noch weg. Dann ziehen wir die aus. Vielleicht können die uns was noch droppen. Und nackig machen den Bray. Schraubenzieher. Ich glaube, das ist mir genau ausgegangen, oder? Ich habe übrigens einen Dietrich einsteigen. Brauche ich dafür wirklich einen Schraubenzieher? Ja, ja. Oder? Oh, ja, brauchst du. Musst du nehmen. Oder willst du lieber einen Dietrich, weil du weißt schon, wie man aufknackt? Ich habe, glaube ich, eh noch. 30 06er. Ah, Munition, nicht Magazin. Oh, wir haben hier Autobatteriekabel. Ist das groß? Ne, ist nicht groß. Soll ich es mitnehmen? Ich will erstmal warten. Ich hab's jetzt schon einstecken einmal. Hier ist wieder ein ATM. Ja, stimmt. Aber wir haben kein Geld. Für was brauchen wir das, Alter? Also wenn die ein ATM haben, haben die bestimmt auch sowas wie ein Krankenhaus. Mir sagen, was du willst. Ja, ja, wir sind hier noch lange nicht durch. Also, die haben sogar einen Fußballplatz da hinten. Vorsicht, da sind Zombies, ne? Habe ich gerade eben gesehen. Du kannst den Grill dabei irgendwo liegen lassen. Nachher holen wir ihn, wenn wir wieder weg sind hier. Ich weiß nicht, ob wir den wieder finden. Safe, Polizeirevier oder so zum Beispiel liegen lassen. Da prügeln wir die Kacke aus dem Leib. Bobsi? Ja, warum glaubst du, siehst du jetzt, dass keiner daheim ist? Aua, der hat mich wieder mitgegeben. Und so geht das, mein Freund. Ich schmeiß mir wieder Schmerztabletten ein. Da haben wir jetzt aber einen. Da haben wir jetzt aber ein Problem, oder? Wieso? Oh fuck, was ist jetzt? Komm rein. Ja, du hast zugemacht. Ja, komm rein. Zu. Oh fuck, was ist das? Ah, da ist eine Tür. Die können auch durch die Tür. Da kommen sie jetzt. Soll ich die Waffe rausnehmen? Warte, wenn die Tür offen ist, gleich wieder zumachen einfach. Geht gar nicht. Wieder zu. Nein, das geht nicht. Wusste ich nicht, wenn die Tür mal offen ist. Da sind schon ein paar Brees. Ach, sie geht wieder zu. Komm. Nein. Oh, komm. Ich bin oben. Geh raus aus der Tür und kletter hoch. Komm nicht mehr raus hier. Mach mich kalt. Wow. Wie bist du hochgekommen? Da, an der niedrigen Stelle. Alter, ich blute wie ein Schwein. Oh, jetzt hat's mich auch böse erwischt, glaube ich. Habe ich nur noch einen Schuss. Fuck, der schreit noch mehr, oder? Ja, ja. So, wo bist du hier hochgekommen? Da, an der niedrigen Stelle. Achtung, da kommt einer. Kann ich hoch? Tier kann aber auch böse hüpfen. Geh an zur niedrigen Stelle. Nein, geh einfach ran an die Wand. Du ziehst dich dann hoch. Oh. Wieso hat jetzt die Waffe... Jetzt hat er die Waffe weggeschmissen. Nein, meine Waffe liegt irgendwo im Gras. Egal, das finden wir gleich wieder. Ist ja nur noch einer da, glaube ich. Du blutest aber ziemlich stark. Ich weiß, ich krieg's auch gerade nicht irgendwie weg. Nasenbluten, Bro, ha? Kenn ich. Aber ist nur noch einer, glaube ich. Den mache ich schon, weil du blutest ziemlich stark. Ich will ja gerade gut leben. So, habe erledigt. Kannst du ruhig deine Waffe suchen. Ja, warte kurz, bis die Blutung aufhört. Achso.
Scheiße, den kriege ich nicht weg, ohne dass ich mich behandle. Ja, mit Schmerztabletten nicht, ne? Oh, ich verliere mal mehr Leben. Wo ist die Waffe? Die Waffe nicht. Aber ich verstehe nicht, warum es sie droppt. Ich auch nicht. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Wo habe ich die nur getroppt? Die Waffe ist weg. Ist vielleicht hier drin schon passiert? Oh fuck, ich verliere immer mehr Leben. Die eine Blutung geht nicht weg. Nee, wo hast du denn die Waffe rausgeholt? Wo ich hier, glaube ich, raus wollte. Dann bin ich hier hingelaufen. Sag mal, hast du keinen Verband oder so? Nein. Ah, warte, warum sagst du nichts? Ach, Betsy, ich habe... Ja, aber nicht, dass du so ein Dreckigen jetzt dann hast. Nein, das ist ein ganz okay. Notverband. Ich habe den gerade getroppt. Na gut. Wie setze ich den nochmal ein? Jetzt ehrlich, Du gehst unter Gesundheit? Ja. Klickst auf die Blutung? Ja. Da müsste so ein gelbes Ding kommen, mit was du es verbinden möchtest. Und dann klickst auf den Verband. Und dann auf das Gelbe. Ah. Jetzt habe ich wieder rausballert, die Moni, Alter. Jetzt brauchen wir wieder welche. Ich brauche jetzt meine Schotti. Ich finde die Schotti nicht mehr. Wo habe ich die Schotti lassen? Ich blute immer noch. Ich verliere immer noch Leben. Scheiße. Ich glaube, ich gehe hier drauf. Nee, warte mal. Ich habe, glaube ich, noch Verband. Muss einfach noch einen nehmen. Warte, wo bist du? Ah, da geht's nicht raus. Oh, eine volle Blase habe ich auch noch. Warte mal, geh mal kurz weg. Ich glaube, die muss auch weg. Voll die dicken Eier, okay, irgendwie. Aber ich verliere trotzdem noch Leben wie Sau. Ja, weil du musst noch mal verarzten hier. Bis die Blutung komplett weg ist. Oh, warte, ich gebe dir dabei die Rückendeckung. Verarzte dich einfach. Hab mich gemacht, jetzt ist er weg. Jetzt heilt sie langsam. Boah, die ist aber ein stabiler Break gewesen jetzt da. Ach, wo habe ich nur die fucking Waffe liegen lassen? Die müssen wir jetzt finden. Einfach Tab gedrückt, also auf Tab bleiben und durchlaufen. Oder schau mal kurz gut dein Inventar durch, ob du es nicht wirklich einstecken hast noch. Weil wo warst du? Du warst ja nicht großartig weit weg. Nee, die ist nicht mehr da. Vielleicht nicht da, wo sie vorher war, aber... Ich verliere immer noch Leben. Was ist denn los? Na, da ist aber keine Waffe. Ich habe immer noch Blutung. Brauchst du nochmal Verband? Hast du noch? Hier zwei hätte ich noch. Ja, einer reicht, glaube ich. Okay. Na komm her, wo bist du? Er geht einfach weg. Wo bist denn du? Da. Wo der steht? Du siehst meinen Namen. Jetzt ist er weg. Oh. Ja, aber wo deine Shot ist, weiß ich nicht. Das ist das nächste große Geheimnis jetzt, ja. Die
Die muss doch hier liegen, hä? Hey. Weißt du ungefähr, wie du. Bist du weit da nach hinten gelaufen zufällig? Ja, ja, schon. Ach, warte, warte, warte. Ne, da war nichts. Oh, fuck. Ich bin auch einmal hier rüber gesprungen. Ach so, ach. Ja. Okay, gut. Ah, ich hab sie. Oh, ich hab sie. Du bist ja gleich heimgelaufen fast schon. Oh, ich hab sie wieder, Zacki, ich hab sie wieder. Okay, meine Infektion ist fast voll. Jetzt brauchen wir okay, echt was. Ich brauche auch was, um noch ein bisschen zu verarzen hier. Wo läufst du jetzt hin? Keine Ahnung. Sollen wir nicht noch hier außen bei den Häusern schauen? Wir waren ja noch nicht durch, ob hier noch ein rotes Kreuz, grünes Kreuz ist. Achso, ja, ich wollte hier eigentlich schon ein grünes Kreuz. Weiß nicht, ja, okay. Noch kurz hier die Straße abschauen und dann kannst du es dann wieder zurück und vielleicht mal die Straße runter. Warte, ich schau schnell ab, dann musst du nicht extra hier alles hochlaufen. Nee, jetzt keins. Okay, vorne ist zwar nochmal eine Garage, aber die ist gerade unwichtig. Mir gerade an meiner Sicht, dass das Schmerzmittel gerade voll reinhaut. Ich sehe alles voll hell jetzt. Ah, hier! Pharmacy! Zocki, oh, hier. Ja! Schnell. Antibiotika, Bruder, was ist das? Schmerztabletten. Bald ich finde, sag ich was dir. Ist das? Ha, Klammer. Ist das Notverband? Ja, Notverband gönn dir, ich brauch auch. Fetzen. Pumpen. Bitte lasst euch hier was sein. Please, Antibiotika, Bre. Ah, ich komme nie die letzte Treppe hoch. Ah, Klammer. Nein. Baden und Haarklammer. Wieder ein Verband. Handschuhe. Was ist das? Oh, scheiße, das ist dieses Ding. Na, wie heißt's? Warte, aber die Ding durch rauslegen. Die Flasche. Dem Ding. Ich weiß, was du meinst. Scheiße, aber hier ist, glaube ich, nichts. Kann doch nicht sein, oder? Ja, kann schon sein. Ein leeres Glas, alles findet man hier, aber. Okay, pass auf. Ich habe hier eine Chilischote, vielleicht hilft die. Absolut, es wird sein. Total, ich dachte jetzt vielleicht nebenan in dem Haus, weißt du, dass vielleicht der Apotheker nebenan gewohnt hat und hat sich gedacht, er nimmt das beste Zeug mit nebenan. Nee, sein, dass das schon wieder alles war, pharmaziemäßig. Hier wäre ein Rad. Wie ein Rad? Ein Fahrrad oder? Nein, ein Rad für ein Auto. Ein Wheel. Oh, cool. Hier ist ein großer Rucksack.
Wie groß? Gewicht 500 Gramm. 500 Gramm? Ob das was bringt. Warte mal, wie viel passt denn da rein? 500 Gramm? Warte mal, wie... Ist es ein Wanderrucksack, oder wie? Schwer zu sagen, was das für einer ist. Ich komme einfach mal. Ja. Na, das ist nix. Ah, okay. Nix. Ey, das ist ein Rad fürs Fahrrad oder fürs Moped. Ah, okay. Hier ist ein Jersey-Shirt. Aber das ist noch mein Geldautomat. Kann ich da jetzt noch was einzahlen? Hier ist ein Kofferradio. Ist das eins, wo du laut hören kannst? Jo. 45 ACP-Munition? Nee, brauchst du nicht, gell? Nee. Schade. Hier ist ein Schulranzen. Na, ging nicht. Shit, diese Tageseinzahlung will ich auch ändern. Oh, es regnet, Betsy. Du wolltest es so. Ich seh's gerade. Er macht die Tür zu, wenn es regnet. Ja, ich brauch gerade hier von der Zombie-Dame was. Tut mir leid. Oh Gott, er wollte schon wieder. Ah, okay. Nein, ich wollte ihn nur zerstückeln und du solltest es nicht sehen, weil ich brauche nämlich Nadel und Faden. Oh ja, warte mal. Geht eigentlich. Ja, Wunden ziehen sich wieder. Scheiße. Es gibt vielleicht zwei Pharmacies? Nee, glaube ich gar nicht. Das heißt, wir brauchen Alkohol. Das Einzige, was dir jetzt gerade noch helfen kann, ne? Ja, ich nutze gerade eigentlich. Die ganze Zeit, aber das haltet halt nichts. Das ist immer nur kurz. Na, zumindest, dass wir es weiter schaffen. Ich schütte jetzt das ganze Infektionsding drauf. Den ganzen Alkohol einfach. In der Hoffnung, dass das jetzt einfach länger hält. Ja, Betsy Boy. Ja gut, vielleicht gibt es ja noch ein zweites, größeres. Man weiß es nicht. Ich schaue mich auf alle Fälle fleißig um. Und hoffe, dass ich irgendwas anderes finde, was uns hilft. Ja, ich hoffe, ich finde noch Alkohol ein bisschen. Ja, wie gesagt, sobald ich einen finde, gehört er dir. Sag mal, Bier, das ist nix. Das ist ein Military Zombie.
Ah, es hat aber nicht lang gehalten, jetzt das bisschen Alkohol, was man da drauf tröpfelt hab. Ich glaube, ich mache es auch falsch. Ich glaube, ich kann das irgendwie anders nutzen. Ich hätte ihn trinken können. Heilung von innen. Echt? Steht das da? Nein, ich hätte ihn wirklich trinken können. Ja, ich hätte ihn wirklich trinken können. Okay. Aber dann wäre ich halt betrunken gewesen und nicht gesund. Das ist nur ein Armschutz. Gehen wir doch schon wieder hier ohne System vor und nicht zusammen, gell? Ja, es ist dringend. Ist leider etwas dringlich hier. Ja, ich weiß halt überhaupt nicht. Was? In der Bar warst du schon drin, nehme ich an, ne? Ja. Pass auf, da rennt ein Military-Zombie herum. Habe ich schon gesehen. Bin an ihm vorbeigelaufen. Ich finde einfach nichts Brauchbares, was ich dir geben könnte. Was schüttet's aber schon heftig. Ja. Bei meinem geht's langsam wieder gut. Aber es hilft dir nicht weiter. Dass wir zumindest irgendwie ein großes Auto finden, damit wir woanders hinfahren können. Irgendwo ist ein Zombie. Oh oh. Oh oh. Ich glaube, der kommt zu mir. Nee. Einer ist bei mir auf jeden Fall. Okay, da ist er doch zu dir. Der andere auch? Scheiße, ich. Der andere auch? Lauf in deine Richtung. Warte. Ich weiß nämlich nicht, wie viele das jetzt waren. 3, 4. Könnte schon hapig werden hier. Ich zieh die Shotty, wenn's ist. Aber noch geht's. Ich weiß nicht, willst du jetzt hier weitersuchen oder? Naja, wo wollen wir denn hin eigentlich? Ich weiß gerade nicht, wo wir auf der Karte sind, aber ich würde eher Richtung Mickey Kovic. Es ist doch ein roter Punkt. Ja, ich würde eher, ich glaube Mickey Kovic, dann gehen wir da kurz runter und dann können wir die Straße ganz nach unten reden, Richtung B3. Okay, den Grill holen wir noch. Oder scheiß mal auf ihn. Wo ist er denn eigentlich? Da hinten, bei der Straße irgendwo. In die Richtung, wo ich jetzt laufe? Nein, wo wir waren. In die Richtung da. Okay. Oder scheiß mal drauf, weil Essen haben wir doch genug, oder? Oh, ja. Mal, wir kommen von oben. Dann müssen wir. Achtung, Betsy. Ja. Ich schon. Okay, gut. Schauen wir, ob da noch einer drin ist. Ich wollte da nämlich noch ein Schloss knacken, nämlich wegen so, okay. Munition. Ja, dann da ist noch einer. Oh, sind sogar zwei. Oh. Au, Betty, du schlagst mich. Sorry. Ich bin gleich tot, 7% leben noch. Ich bin tot. Scheiße. Du hast mir so oft in den Hinterkopf jetzt geboxt. Das überlebe ich nicht. Ja, und hier kommen 6 Zombies. Ich habe keine Energie mehr. Ach, nee. Tot durch Betsy. Du bist jetzt echt tot? Noch nicht, aber gleich. Tut nämlich auch. Wird's auch nicht schaffen. Oh Mann, das tut mir 3% Gesundheit, 2% Gesundheit. So, Schwert ist im Arsch. Scheiße.
Ich werde aber auch sterben. Ich bin tot. Fuck, ich bleib bei dir. Ich bleib bei deiner Leiche. Oh, ich hoffe, du kommst echt hier irgendwo raus. Ah, Betsy, Betsy. Betsy hat mich getötet. Es tut mir so leid, Mann. Leid. Ich sterbe aber jetzt auch, weil ich kann meine Blutung nicht stillen. Ich bin weit weg. Oh nee, sag nein, bitte nicht. Also ich bin doch in C3 im Sektor, aber weit weg. Oh, fuck. Boah, ich hoffe, ich überlebe einigermaßen. Ich muss hier bleiben, dass dein Zeug hier bleibt. Das Zeug bleibt sowieso hier. Ja, aber dass man es auch findet. Ich weiß ja, wo ich hops gegangen bin. Ja. Oh Gott, ich werde doch meinen Körper sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt richtig renne. Meine Blutungen haben aufgehört. Nee, warum liegst du eigentlich oben ohne bei mir rum? Vielleicht, weil du meine Kleidung auch zerfetzt hast. Weil du hast mir wirklich 3 Knackquatschen in den Hinterkopf gegeben und ich hatte nur noch 6% Leben dann. Das, obwohl ich dir nur helfen wollte, Mann. Oh mein ja, Mann. Ja, aber du bist immer zu, ich bin so zu stürmisch. Ich bin so ein schlechter Partner. Du bist einfach zu stürmisch, Betsy. Tut mir gerade voll leid jetzt. Ja, passiert, ist so. Geh mal ganz kurz pinkeln jetzt. Ja, genau. Geh mal pinkeln, Betsy. Ich hupfe jetzt einfach ins Wasser. Aber positiv denken, also hört sich nicht. Meine Infektion ist weg. Hey. Ach Gott. Oh Gott, ist das ein trauriges Bild. Draußen regnet's, ich hock da vor so einer Leiche. Ey, aber positiv, David, du hast mich von meiner Infektion befreit. Stimmt, jetzt wo du sagst, eigentlich musst du Danke sagen. Ja, danke, dass ich jetzt 1 Kilometer weit wieder laufen kann. Ja, aber ich warte extra, ich beschütze dein Zeug. Aber du hast es überlebt, ha? Super. Ich hab's überlebt. Ich hab aber jetzt 4 oder 5 Zombies abgemetzelt, du. Und einen Menschen. Den habe ich nicht abgemetzelt, der ist an seinen Verletzungen erlegen. Ja, dir durch dich. Die Nein, egal, der Zombie hat auch schon was gemacht. Nee, der hat mich kein einziges Mal erwischt, oder du hast mir den Hinterkopf gehauen. Der hat mich nicht einmal erwischt. Ich wollte nur helfen. Okay, er hat mich dann erwischt, weil du mir den Hinterkopf gehauen hast und ich dann eine komische Bewegung gehabt habe, weißt du, weil ich einfach ein Watschen gekriegt habe.
Ich glaube, da hat er mal einer reinzwiebert, aber du hast das meiste gemacht. Du musst mal nämlich zweimal einer reinkommen. Danke, erwähnt es nochmal ganz dick. Ich wollte dir helfen, okay? Du hast mir eh geholfen, mit meiner Infektion halt zumindest. Ja, ja, positiv denken. Meinem geht's auch nicht so gut, er hat auch noch Blutungen und so weiter. Aber die sind halt bei Stabilisierung gerade. Ja, der dann ist so gut. Also, wo bin ich denn da jetzt da? Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Vielleicht finde ich da. Aber selbst meine Ausdauer geht nicht mehr hoch. Ja, die geht's auch dreckig. Du bist vielleicht überdosisch Schmerztabletten schon. Kann natürlich sein. Ich könnte natürlich mal einen Schluck Wasser zwischendurch trinken, ne? Oh Gott. Ich hatte die Hoffnung, eigentlich nie auf den Server zu sterben. Das war. Also ich glaub, da hast du nicht mit dem Benzi gerechnet, ne? Ich glaube, die Zombies hätten das jetzt nicht so schnell hinbekommen. Da hätten wir schon noch ein paar Tage. Hätten wir noch Krisen. Na komm, mach mich halt nicht noch schlechter jetzt hier. Ja, ist ja gut, passiert, Benzi. Ich bin auch gar nicht böse und nix. Gar nicht, so wenigstens 100. Na, ist ja wurscht. Tut mir echt leid, es war nicht absichtlich. Es ist ja okay, es gehört zum Spiel dazu zu sterben. Man darf sich nicht aufregen, wenn man drauf geht. Du musst immer im Hinterkopf behalten, ich habe jetzt nicht absichtlich hinter dir gestanden und dachte, ha, Zocki, dem spalte ich jetzt den Schädel auf und so. Und ich stand dahinter und dachte mir, boah, Zocki, den rette ich jetzt, ich kill jetzt die Zombies. Und ich bin ganz ehrlich, nach dem zweiten Schlag habe ich schon gemerkt, dass ich, glaube ich, nicht einmal den Zombie erwischt habe. Aber trotzdem dann noch einmal reinziehen. Nein, ich habe nach dem zweiten noch aufgehört. Da war schon zu spät. Ja, jetzt bin ich gleich da. Dauert nicht mehr lange, weil wenn man querfeld einrennt, geht der schneller. Weiß nicht, ob ich das jetzt noch ertrage. Jetzt habe ich schon getrauert und dann kommst du wieder ums Eck. Kleines Herz. Ah, jetzt kann ich aber, jetzt erzähle ich die Uhr, es ist 11.14 Uhr. Hat auch aufgehört zu regnen. Ja, merke ich. Hat zur Stimmung gepasst. Ja, jetzt wo ich wiederkomme, hört es auf zum Regnen, ne? Jetzt komme ich aber von oben, wo die Kirche ist. Ich meine, ich weiß eh, wo ich hin muss, aber zu meinem Mörder. Ich glaube, ich bin das einzige Opfer, der zu seinem Mörder rennt. Ja, aber der immer noch bei deiner... Ich such dich heim jetzt. Der immer noch bei deiner Leiche ist. Weißt du, was ich feiern würde auch? Dass du dich auch in einen Zombie verwandeln könntest, weißt du? Du könntest noch weiterspielen, aber logischerweise kannst du auch Suizid begehen und dann einfach aber wieder neu als Zombies. Mensch. Ja, das ist jetzt ganz schlecht, weil ich habe nichts. Die musst du wegmachen. Ich könnte bei dir übrigens jetzt Tötung beanspruchen drücken. Nein, mach's nicht. Nee, mach ich auch nicht. Ich hoffe, die sind aber nicht bei dir jetzt, da wo, also nein, wo die Leiche noch ist. Noch nicht. Höre ich auch gar keine mehr. Wo sehen tue ich jetzt auch niemanden? Bin gleich da. Ich glaube, das ist wie bei so einem Hahn. Die Zombies haben gemerkt, es ist tags und dann brüllen sie einfach mal los. Nee, drinnen ist einer. Im Polizeirevier. Soll ich den wegmachen? Also ich könnte mich jetzt nicht auf die Garen verteidigen. Du bist ja wieder da! Ich habe alles bewacht. Oh mein Gott! Oh Gott! Und ich da komplett drauf! Ich hab auch!
Okay, es ist. Das ist leicht Ich beschädigt. frage mich jetzt gerade, warum du beim Sterben einen Halbsteifen hattest, Taki. Nee, nee, der ist schon so groß. Ach Gott, Was jetzt muss machen ich wir jetzt mit das. deiner behaarten Leiche? Wir zerstückeln sie, damit wir den Penis hier nicht sehen müssen, den komischen. Musst du, weil wenn ich F mache, kann ich nur deine Tötung beanspruchen. Okay, warte, ich muss aber noch ein paar Sachen reparieren. Was Ah, oh, passiert? die klopfen an die Tür. Nicht an die hinter uns. Oh fuck, da kommen. Ja, okay. Komm raus kurz. Ach, geh mal rauskämpfen. Mein Gott, ich sehe einen Penis. Nee, 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 da kommen wieder zu viele Betsy. Wieder auf eine Garage hoch, schnell. Garage, Garage. Wo rennst du hin? Hier ist keine Garage, vielleicht komme ich hier hoch. Ah, warte, er springt aus dem Fenster. Er ist tot? Er ist Auch tot? tarnt. Ja, er springt auch aus dem Fenster. Er lebt Ne, noch. er steht noch. Oh, Platz machen. Gut. Ich habe noch nicht alles im Schnellding drin, nämlich. Ich glaube, wir haben wieder Ruhe. Einer ist noch ums Eck, das weiß ich. Könnten ja schnell in das Gebäude hinter uns gehen. Dann kannst du in Ruhe einstellen. Ne, warte, ich glaube. Oh mein Gott. Penis. Warte, geh da nicht alleine rein, nicht, dass da einer kommt. Ja, einer rennt da noch draußen herum. Solltest du hier nicht noch was aufmachen? Ja, das war hier. Oh, das war hier. Du hast jetzt zufällig zwei Schraubenzieher. Nee, ich habe einen, den ich noch einmal verwenden kann. Ja, warte mal, ich hätte noch einen Dietrich, falls du keinen Das hast. ist eine Pistole drin und Magazin. Du kannst eh schon reinschauen. Ja, habe ich schon. Das ist nur Munition drin bei mir. Weil hier vorne sind nochmal Schränke gewesen, das weißt du, oder? Oh, warte. Wo rennst du Reise. hin? Zombie. Da, wo meine Leiche liegt, meinst du? Ja. Die sind alle offen, da kannst du reinschauen. Achso, okay. Boah, warum sind denn da wieder so viele? Bam, die habe ich eine gegeben. Ups. Ja, große Stadt halt, ne? Ja, trotzdem kein Antibiotika. Ich habe schon 200 Zombies gekillt. Dann ist es da, oder? Achso, du hast eine Trophäe bekommen, oder? Bleib doch liegen, Alter. Jetzt ist nur die Frage, rennen müssen wir Richtung Kap. Pelle jetzt rennen? Ja, wieso kann ich jetzt meinen Basinger nicht anhängen? Ah, den Dietrich hat er da oben hin dann. Ich würde sagen, ja. Ja. Ja, von hier bin ich gekommen. Dann müssen wir Richtung Kapelle, oder? Ja. Da Wenn wollten wir wir auch, in die Richtung wollten wir auch. Okay. Den Grill, scheiß drauf, ne? So, jetzt sehen wir. Ja, scheiß mal drauf. Wegen was bist du hier? Ich hab meinen Kollegen getötet. Nee, das ist schon auf der Insel passiert. Was auf der Insel passiert, bleibt auf der Insel. So haben sie es mir gesagt. Weil wir ja nicht wegkommen. Ich hab dir gesagt, ich bin ein Psychopath. Und du so, ja, oder? Ich auch. Ah, schön, oder? Wenigstens bin ich gesund. Nur heiß ist mir etwas. Ah ja, genau, weil ich den Ding noch anhab. Den Hoodie. Oh nein, habe ich meinen anderen liegen lassen? Da hatte ich den vorhin gar nicht an. Ich hab doch gesagt, du lagst nackt da. Also oben ohne. Kann es sein, dass wir gerade wieder zurücklaufen? Blaukarte? Ja, warte, wir hätten rechts, wir gehen rechts, wir gehen halt hier den Feldweg da.
Warum? Allerdings ist das übrigens. Braucht man ja nicht, da gehen wir ja auch nur einmal durchs Dorf durch. Ah ja, wir wollten ja runter, gell? Ja. Wir wollten ja runter. Aber das ist voll gemütlich mit dem Shift und W. Man muss nur noch schnell langsam einstellen. Ja, ja. Kann nebenbei. Wie sieht es mir jetzt mit meiner Gesundheit aus? Okay, das sieht wieder besser aus. Ein bisschen erschöpft bin ich. Ist mir zu warm? Nee, zu warm ist mir eigentlich nicht. Dickdarm ist bei 54, das geht noch, würde ich sagen. Wieso? Bestimmt nicht. Was meinst du? Ja, mir ist viel zu warm. Ja, was hast du denn alles an? Viel zu viel. Bei mir ist nicht zu warm, also er zeigt es mir nicht an, mir läuft auch kein Wasser runter. Oh ne, warte mal, es geht eh runter. Ne, es geht wieder hoch. Ne, warte, wir müssen hier runterlaufen, oder? Ne, guck mal auf die Map, wir müssen hier einfach geradeaus weiter. Da laufen wir aber Richtung C4. Wir wollen B3, ne? Ja. Müssen wir... Das ist doch B3, warte mal. Er hat recht, ich glaube, wir gehen B3 hier. Genau, ja. Stadt durch, genau. Da steht nochmal ein Zombie. Ja, es sind schon wieder Zombies, es sind schon viele Zombies. Gehen wir einfach mal normal weiter, mit Basinger in der Hand. Mal schauen, ob er uns in Ruhe lässt, wenn wir uns unauffällig verhalten. Nee, er kommt. Lauf, Bessie! Wir warten dich! Er wird uns niemals kriegen! Guck mal, wir müssen gar nicht so schnell, passt schon. Ach, so. Lass mal gucken. Okay, Mayonnaise brauche ich echt nicht mit. Ja, meiner ist nur ein bisschen erschöpft noch nebenbei, aber das ist nicht so schlimm. Wasser trinken hat er auch noch genug. Und wir laufen in die richtige Richtung. Cool. Brauche ich auch nicht. So, jetzt habe ich den Hoodie fallen lassen. Und besser? Weiß ich noch nicht. Ja, besser, viel besser. Habe ich etwas zu viel angehabt. Das war mit dem, glaube ich, bin ich mit dem gelandet, glaube ich. Ich weiß es nicht. Nein, bin ich gar nicht. Ich dachte erst, du hättest bei mir beim Hinterkopf keine Textur. Dabei ist das das Gewehr, was noch über deinen Nacken geht. Ja, jetzt habe ich den Bogen rausgeholt. Wollte ich mal cool sein hier. Ich könnte es tun. Ich könnte. Aber ich tue es nicht. Na, vielleicht doch. Okay, doch nicht. Ah, da sind wir ja vorhin von der einen Seite sind wir ja gekommen. Herrlich. Es ist einfach herrlich, mit dir hier zu wandern und noch am Leben zu sein. Ich glaube, niemand spielt das Spiel so wie wir. Ich weiß nicht. Glaubst du? Ich weiß nicht. Leute, die einfach so wirklich langsam gehen. Sie sind infiziert. Also sie haben eine Infektion und gehen ganz gechillt in die nächste Stadt. Ja, jetzt hast du ja keinen mehr. Ja, ich bin geheilt.
genau wieder bei 100%, danke der Nachfrage. Ja, schön zu hören, dass es meinen Mörder gut geht. Das wird dir mir jetzt noch ewig vorhalten. Ja, heute noch auf jeden Fall, den ganzen Tag. Oh, sieht aber jetzt schon schön aus, muss ich sagen. Da hinten die Wolken. Auf das richtige Lied. Ich habe auch gerade Musik an. Ah, oh, schöner Blues, ja. Wie geht's eigentlich meinem Hähnchenschenkel? Oh, noch bei 95%. Wie geht's eigentlich dem Hühnchen, dem nicht gegrillten? 90%. Ja, passt auch noch. Aber vielleicht können wir das ganze Hähnchen machen. Doch, ein Blödsinn hat es ja nur einer von uns. Es ging ja nicht, ich hab's ja ausprobiert. Ah, okay. Ich hätte jetzt auch kein Rezept dafür. Vielleicht gibt's noch so ein Kaninchenrezept, dann können wir es vielleicht machen. Ein Hühnchenrezept meine ich, nicht Kaninchen. Ja, das bräuchte man. Aber auch gut, wenn man nur die Dinger machen kann. Das reicht doch auch. Ich meine, im Moment habe ich eh keinen Hunger, ne? Ja, ich bin bei 84%. Echt? Ich bin bei 128 noch. Achso, du meinst jetzt, bin ich bei 85% Energie, Wasser 88. Okay. Aber ich bin ja neu wieder hier, ne? Ja, stimmt. Aber es wäre ein Highlight, wenn wir heute noch ein Auto finden würden. Das wäre stark, ja. Naja, aber jetzt weiß ich, wie sich bei Reacher fühlt. Weißt du, Reacher wandert auch immer nur hin und her von Stadt zu Stadt. Ah, gibt's übrigens schon die nächste Folge, gell? Meinst du Folge 4? Ja. Ja, habe ich schon gesehen. Hast du schon? Ich wollte extra warten ein bisschen noch. Weil die kam nämlich noch in meinem Nachtdienst raus. Ah. Wie die LOL-Staffel. Die LOL-Staffel habe ich auch schon durchgeguckt. Waren aber ja, nur 3 Folgen. Ich weiß, ich bin gestern bei der 3. Folge am Ende schon, fast schon am Ende eingeschlafen. Okay. Ah, war schon lustig, das eine Lied von dir. Du sagst Santa, ich sag Klaus. Du sagst, es sieht aus wie Peter Pan. Ich sag, er hat keine grüne Hose an. Deine Mutter hat eine grüne Hose an. Ich hab schon lachen müssen, du. Der cool war auch Caroline Kebekus als kleines Kind irgendwie. Ja, die hat das so gut gemacht. Und unschlagbar waren natürlich Bastian und Anke, ne? Ja gut, aber ehrlich gesagt, die Lieder oder so, die haben mich gar nicht zum Lachen gebracht. Ich fand geil, wo sie auf einmal dieses Quizspiel da auf einmal nachgemacht haben. Ja, das war cool. die haben schon drauf, ja. Ja, ja, vor allem, wie sie auch ernst bleiben können. Ne? Aber am Schluss hat sich halt echt Martina Hill wieder selber rausgekegelt. Ne, dann. Hätte ich mal nicht sagen müssen, ich hab's nicht gewusst. Achso, ich dachte, du hast es... Ich hab gesagt, ich bin so gegen Ende der Ding eingeschlafen. Ja, ich dachte, du hast es vielleicht schon gesehen. Nein, ich bin so gegen Ende eingeschlafen. Jetzt killt er mich und spoilert mich. Es ist ja unglaublich mit ihm. Ja, scheiße, dass man sich auf so eine Gefangeneninsel den Partner nicht aussuchen kann. War meine eigene Hütte. Irgendwo oben im Berg, im Schnee, dass er mich ja nicht findet. Wo mich keiner sieht.
Dann reibt er sich mit Schnee ein und das hat er nämlich getan, ne? Irgendwie ist die Gitarre, passt sich gerade voll meinem Schritt an. Bin ich froh, dass wir das Spiel feiern und nicht auf The Day Before gewartet haben. Ja, The Day Before, die Server schalten sich jetzt ab. Ja, im Januar glaube ich schon. Das ist so blödsinnig, Alter. Ich hoffe, die anderen, ich glaube, alle kriegen ihr Geld zurück. Ja, soweit ich gehört habe, schon. Ja, vor allem, ich habe schon Leute, also, wo die Firma zurückverfolgt wurde und wo hat es natürlich hingeführt zu so Briefkastenfirmen, ne?